Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Oh yeah, wir stravanzen hier in der Wildnis herum. Wir sollten eigentlich einen Quest... Oh Gott, was bist du? Du bist aber kein Junge, oder? Schwerfälliger Wühler. Ja, ich gehe... nein, den darf man nicht an... Nein, nicht speichern, bist du narrisch. Ich lade nochmal. Oh, was ist das für ein Viech? Alter Schwede. Okay, da darf ich nicht drüber gehen. Bist du gescheit? Der verjauset mich gleich mal. Okay, ich bin da mal weg. Was wollte ich sagen? Jo, wir schauen uns hier ein bisschen die Gegend an. Schauen uns ein bisschen die Häuschen an, die hier so noch herum vegetieren. In der Hoffnung, dass wir ein paar wertvolle Sachen für uns finden. Bis auf das eine oder andere Viech, das uns da gerne verspeisen möchte. Magnesiumfackel. Ich glaube, ich kann schon mal mit die Waffe zücken. Das hört schon wieder ungut an hier. Ich glaube, das könnte am Beißer liegen. Oder auch nicht. Oh, ein Schlafsack. Den werden wir dann nachher auch nutzen. Alter. Wo bist denn du, Viech? Ich zück schon mal die Waffe. Das Viech ist sicher irgendwo da unten. Alter. Tja. Ich brauch mal eine Magnesiumfackel. Alter. Aha, das rennt da außen herum. Da haben wir noch ein Schlafsäckchen. Alter, kurzer Brief. Magnesiumfackel. Mana. Mhm. Dann schauen wir doch mal. Alter, bin gerade voll aufgeregt, bis ich da. Alter, kurzer Brief. Kurzer Brief mit einer Nachricht aus einem Wohnhaus der alten Welt. Unsere Gelegenheit. Es existieren keine Gesetze mehr. Nur die Stärksten werden sich alles nehmen, was willst du dazugehören. So. Die Winstons haben alles, aber sie sind schwach. Entweder du machst mit oder verkriechst dich in einem Mauseloch. PP. Na toll, die armen Schweine. Echt, die armen Leute. Dieser Beißer macht mich nervös. Ich hoffe, dass der wenigstens zum Besiegen geht. Seelenkraut. Aha, da muss ich vorsichtig sein. Warte, ich gehe mal aufs Dach. Nicht, dass ich von dem anderen Viech da umgebracht werde. Das war echt ein bisschen grob. Ich will auch versuchen, den da von da rum abzuschießen. Nach Möglichkeit. Boah, das ist echt... echt krass. Wo ist denn... Ah, da drüben ist er. Na, wo rennt denn der hin? Das ist ein kleiner Beißer. Okay, bleib mal... Ha, getroffen. Ja, ja, ich mach's auf die feige Art. Na, bleibst du mal stehen, Viech. Bitte. Schau. Ja, sicher. Fall runter. Sicher, fallt runter. Hat er recht. Hat vollkommen recht. Bau. Tschack. Brack. Ist er hin? Tatsächlich. Oh. Cool. Rohes Fleisch bekommen. Sehr gut. Auweia. So. Ich meine, das war natürlich alles geplant. Hm. Jawohl. Haben wir hier noch was? Ja, Setzerbrot. Sehr gut. Nom, nom, nom. Ich fliege mal wieder ein Stück hoch. So. Ich mag das Jetpack. So. Da drüben müssten wir gewesen sein. Muss ich nur schauen, dass ich diesem komischen Viech noch irgendwie ausweichen mag. Ich habe nämlich erfolgreich vergessen, wo das Mistviech war. Da drüben, das Haus fehlt noch, glaube ich. Hui! Da, sprint mein kleines Stück. Dab, 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 dab. Und Heureka! Oh oh.
Warum stinkt's denn hier auf einmal? Aha, das ist giftig hier. Da müssen wir weg. Oh, ich sterb. Na, geht's hier aus. Warum ist es denn hier auf einmal so giftig? Aha. Interessant. Ist da was verändert? Hier? Kraftloser Raptor. Aha. Okay. Ich glaube, wir sind hier fürs Erste fertig. Sehr gut. Das heißt, hier muss was Besonderes sein. Kann man eigentlich auf Karten was markieren? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Also, dass hier diese Hütte, also die da, giftig ist. Wahrscheinlich eher nicht. Wir müssen jetzt sowieso da lang, also... Ja. Ja. Dann gehen wir mal unseres Weges, ne? Halt, da ist ein Viech. Ich speichere lieber wieder mal. Jo, bitte. So. Lalilalila. Ich hätte schlafen gehen sollen. Oh, hoppala. Ich dachte, das wäre ein Viech. Entschuldigung, da hat sich hingelegt. Entschuldigung. Entschuldigung. Das ist ein Kerl. Ich dachte, das ist ein Beißer, der sich da hinterm Stein versteckt hatte. Der schläft hier. Entschuldigung. Was bist denn du, Barin? Nichts zu tun? Was? Wie? Ach so, hat jemand nach mir gefragt? Warum gammelst du hier draußen herum? Ein Berserker namens Askor ist ermordet worden. Warum gammelst du hier draußen rum? Warum gammelst du hier draußen herum? Naja, ich sag mal so, solange keiner nach mir ruft. Wenig ehrenhaft für einen Berserker. Hat dich Meister Thorald geschickt, oder was? Ehre, Gesetz, das ist was für Idealisten. Ich bin da eher ein Pragmatiker. Ist irgendwas Wichtiges? Denn wenn nicht, dann geh einfach wieder, okay? Du scheinst wohl ein ganz spezieller Freund von Meister Thorald zu sein. Boah, wie nett. Ein Berserker namens Askor ist ermordet worden. Boah, die Qual der Wahl, nehmen wir mal so. Du scheinst wohl ein ganz spezieller Freund von Meister Thorald zu sein. Nicht wirklich. Als er noch bei uns in unserer Stadt Goliath der große Boss war, hat er mich öfter zusammengefaltet. Wie auch immer, er ist jetzt auf Pilgerreise und ich habe hier draußen meine Ruhe. Wenn's denkst, ne? Dieser Thorald ist echt ein netter Kerl, macht sogar die Hausarbeit. Hat er ihn mal zusammengefaltet, ne? Gebügelt wahrscheinlich auch. Boah, Entschuldigung. Der war schlecht. Was weißt du über die Pilgerreise von Thorald? Entschuldigung nochmal. Was weißt du über die Pilgerreise von Thorald? Nicht viel. Es heißt, dass er sich mit der Umkehrung von Elex in Mana beschäftigt. Aha. Es sei wohl eine große Sache, die den Krieg und ganz Magalan verändern soll. Aber wirklich darüber sprechen mag keiner. Weil es auch wirklich keiner so richtig versteht, was er tut. Wo genau ist der Pilger Thorald gerade? Wo genau ist der Pilger Thorald gerade? Das weiß keiner so genau. Es soll wohl auch geheim bleiben, vor allem vor den Alps. Ich meine, er experimentiert mit Mana und Elex herum. Wer weiß, was er dabei herausfindet. Vielleicht schafft er es ja dadurch, den Alps wenigstens ihre magischen Kräfte zu rauben. Dann wären sie zwar immer noch sehr stark, aber eben nicht mehr so ganz. Ein Berserker namens Askor ist ermordet worden. Ein Berserker namens Askor ist ermordet worden. Ja, ich weiß. Ich wusste irgendwie immer schon, dass es so weit kommen würde. Aha. Askors Ehrgeiz war noch größer als sein Leichtsinn. Er hätte auf mich hören sollen und hier draußen bleiben, anstatt zu versuchen, die große Karriere zu machen. Dann würde er sicher heute noch leben. Warum interessiert dich das eigentlich? Oh. Was hast du von der Sache mitbekommen? Dafür, dass du wenig damit anstellst, bist du recht kräftig. Du kanntest Askor gut? Kannst du gut mit dem Schwert umgehen? Hast du die Leiche gesehen?
Was hast du mitbekommen von der Sache? Was hast du von der Sache mitbekommen? Nicht viel. Ich war hier draußen, als es passierte. Askor wurde ja in Goliath getötet und dann irgendwie in den Wald verschleppt. Woher weißt du das? Jeder weiß das. Der Mord geschah in der Nähe der Kriegerhütte, direkt in der Stadt. Es gab sogar eine Blutspur, die aus der Stadt in den Wald führte, wie sie später herausstellte. Dafür, dass du so viele Fragen stellst, bist du nicht sonderlich gut informiert. Dafür, dass du wenig damit anstellst, bist du recht kräftig. Dafür, dass du wenig damit anstellst, bist du recht kräftig. Mag sein, aber es will immer gut überlegt sein, wofür man seine Kräfte aufspart. Du kanntest Askor gut? Du kanntest Askor gut? Das will ich meinen. Er war mein Freund. Du kannst dir nicht vorstellen, was wir beide schon alles zusammen durchgemacht haben. Schade. Kannst du gut mit dem Schwert umgehen? Kannst du gut mit dem Schwert umgehen? Für die Biester in der Gegend hier reicht's. Hast du die Leiche gesehen? Ich war früher schon öfter dort, wo sie Askor gefunden haben, aber seitdem... Also ich gehe da bestimmt nicht wieder hin. Höchstens noch in die Stadt. Ich war letzte Tage noch da, aber... Und wo gehst du hin, wenn du nicht hier bist? Ich gehe nirgendwo hin, wenn es nicht sein muss. Es ist so gefährlich hier draußen. Da ist es schwer zu entspannen. Und wo entspannt es sich so am besten? Nun, da gibt es einen Aufzug ins verbotene Tal. Da gibt es eine Stelle mit einem tollen Blick ins Tal. Da gehe ich manchmal hin und freue mich, dass es mir hier oben besser geht als den armen Teufeln da unten. Na toll. Und was heißt das jetzt? Dass du ein fauler Sack bist. Aber Askors Tod scheint dich sehr zu treffen. Natürlich. Er war mein bester Freund, du Schwätzer. Ja, und darum glaube ich nicht, dass du ihn getötet hast. Du willst mich wohl verarschen? Natürlich nicht. Wer sowas behauptet, der kann mich mal. Dein Freund Askor. Was war er für ein Mann? Dein Freund Askor. Was war er für ein Mann? Unsere Eltern waren Freunde. Wir wuchsen quasi wie Brüder auf. Askor war kein einfacher Kerl. Er war ein Mann des Gesetzes und ihm war die Anerkennung der anderen Krieger enorm wichtig. Mit seinen Erfolgen hat er sicherlich so manchen verärgert und eifersüchtig gemacht. Aber egal, vergiss einfach, was ich sagte. Na, nur weiter. Eifersucht klingt für mich nach einem möglichen Motiv für den Mord. Eifersucht? Sehe ich so aus, als würde mich die Anerkennung der anderen Krieger interessieren? Leck mich doch. Nicht du, aber die anderen könnten eifersüchtig gewesen sein. Es wäre schön gewesen, wenn du sagen hättest können... Ich brauche jetzt mein Schläfchen, okay? Ja, dann schlaf halt. Na, er hätte uns einen Hinweis geben können, ob er vielleicht... jemanden kennen würde, der aus Eifersucht ihn umgebracht hätte, ne? So, dann nehmen wir auch mit. Boah, da geht's aber tief runter. Alter Schwede. Da gibt's Sachen zu entdecken. Du liebe Zeit. So. Lalalala. So, wo müssen wir eigentlich hin? Wo sind wir denn hier? Aha, gar nicht mal so verkehrt. Achso, doch verkehrt. Da drüben ist auch was. Das hier. Alter Schwede. Ich glaube, ich speichere wieder mal. So, ja bitte. Alter Schwede, es ist so groß hier. Ich könnte mal wieder so einen Teleportstein gebrauchen, ehrlich gesagt. Halt, was war das? Ah, hier, Wiesenkraut. Aha, Beißerlein. Da vorne sind Leute, ne? Schauen wir mal, ob sie Freunde sind oder Feinde. Was habe ich gesagt? Was hätte ich gern? Dann schauen wir mal, was da ist. Wow, großer Aufzug. Jawohl, Ellie, endlich wieder ein Teleporter. Hallo, die Herren. Hey du, hör mal. Was willst du? Ich suche einen Kerl, der angeblich hier in der Gegend noch vor kurzem gesehen worden ist. Sein Name ist Ray, schmieriger Typ.
Er trägt meistens Outlaw-Klamotten, genau wie ich. Kennst du ihn? Ray? Nie gehört. Was willst du von diesem Ray? Ja, was willst du von ihm? Was willst du von diesem Ray? Geschäfte. Nichts, was dich etwas angeht. Könnte sein, dass wir denselben Kerl suchen. Würde mich nicht wundern. Ray? Nie gehört. Ray? Nie gehört. Na gut. Dann schönen Tag noch. Bye, bye. Okay, cool. Okay, es ist keiner böse, wenn ich die Pfeile nehme. Das ist sehr gut. Ah, ich wollte es mal probieren. So, servus. Moment. Ach so, das sind ja unsere Kumpels. Berserker. Okay. Ja, ne? Mana-Tränkchen, ein Krug. Was haben wir da? Ein Rezept Drüsensuppe. Na pfui, das hört sich ekelhaft an. Ein Stückchen Brot, noch ein Krug. Ein Besen. Ach, das lecker ist, ich weiß nicht so recht, ha? Also guter Teller, ja, okay. Kann man noch verkaufen. Guter Löffel kann man noch mit essen. Und alte Münze, Währung aus einer alten Welt. Jawohl. Ich wollte eigentlich schauen wegen dem Rezept. Oder was fehlt das denn eigentlich hier? Rezepte tatsächlich. Drüsensuppe. Das hört sich grausig an. Ein Rezept für eine Drüsensuppe. Wir brauchen Wasserflasche, Giftkraut und eine Drüse. Giftresistenz, aha. Jeder weiß, dass Medizin nicht schmecken darf, wenn sie wirken soll. Na toll. Ja, schön, haben wir schon begriffen. Das kann definitiv nicht schmackhaft sein. Ach du Heilige. Naja, jedenfalls haben wir hier tada, einen Teleporterpunkt. Das ist sehr gut. Wir müssen aber da lang. Das heißt, ich muss wieder hier rüber. Tap, 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 tap. Hui. Tap, 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 tap. Ich glaube, dass ich darüber muss. Yep. Und immer in die Richtung. Okay. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Bin nämlich komplett verkehrt gelaufen. Schlau, wie ich bin. Das heißt, wir müssen noch hier in diesem Wasser vorbei. Und an dem Kerl da, also an dem Viech. Das werden wir aber schlauer machen. Wir werden uns nicht von dem Viech da drüben fressen lassen. Hoffe ich. So, ich muss mal speichern. Und mich räuspern. So. So. So, so. Wenn wir hier so den Bogen machen, müssten wir das Viech hier hoffentlich ausweichen können. Passt. Dann nehmen wir hier die große Heilpflanze mit. Dap, dap, da, rap, dap, dam. Sehr, sehr gut. Dann habe ich hier drüben, glaube ich, noch ein Hütchen entdeckt. Aha, und da ist ein Viechlein. Heureka! Bums, zack. Aha. Au. Passt, sehr gut, erledigt. Her mit deinem Fleisch. Seelenkraut. Mächtige Heilpflanze. Setzer. Oh weia, wir müssen weg. Hui, renn, Alter, renn. Ich hab nicht gesehen, dass da Leute sind. Wow! Ich bin schon fort. Seelenkraut. Heilpflanze. Mana. Mana. Mutantenkraut. Scheiße, wo muss ich denn eigentlich hin? Scheiße, scheiße. Oh, da ist ein Beißer.
Ich versuche mich mal in Sicherheit zu bringen. Ich glaube, das ist sogar gelungen. Okay, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Okay. Fast richtig. Alter. Muss ich schon wieder um mein Leben laufen. Und der Part ist auch schon wieder zu Ende. Ey. Naja, was soll's. Wir kommen unserem Ziel aber schon ein Stückchen näher. Kann ja nicht mehr allzu lang dauern, bis wir dort sind. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!